Und damit willkommen zurück zu der Minecraft Let's Play Serie. Ja, seit der letzten Folge sind jetzt ja schon 2 Tage vergangen. Also, es kam ein Tag, keine Folge. Was an meinem neuen Upload-Plan liegt, der besagt, ein Tag Isaac, ein Tag Minecraft. Damit baut man die am besten ab mit einer Axt. Ja, aber da sich die Axt jetzt verabschiedet, na, dann bauen wir ihn noch so ab. Sehr schön. Und haben wir eine Hacke mit? Nee. Muss das hier gehackt sein, damit die wachsen können? Wir werden es sehen. So. Ja. Die nächste Folge steht bevor. Und wieder einmal fehlt mir so ein bisschen das Gesprächsthema. Aber uns fällt schon irgendwas Interessantes ein. Hier habe ich die Pflanze. Genau. Da hinein mit euch. Da auch mal rein. Das kann auch rein. Das könnte auch rein. Dann bastel ich noch mit der Spitzhacke und mit der Schaufel. Und dann begeben wir uns nochmal in eine Mine, um ja, jetzt endlich mal ein paar Diamanten zu farmen. Wo bleiben die ganzen Dinger? Eisen ist ja en masse und Diamanten tauchen nicht auf. Da ist noch Eisen drin. Da ist noch Gold drin. Sieht eigentlich unsere Rüstung aus. Das ist schon ganz schön angeschlagen. Naja. Stickies. So, wie viele wollen wir uns denn mal basteln? Basteln mal 3 Stück. Sind wir halt mal ganz spendabel. So. Und auch 3 Schaufeln. Gut. Kommt zu Daddy. Ist schön. So, das Eisen hinein, das Gold hinein, die Schaufel runter und dann gehen wir hinab in die Tiefe. Na, wir haben 20 Fackeln. Ich nehme das Deck mal mit. So. Sehr schön. Dann wollen wir uns wieder hinabbegeben. Ja, ich habe mit meinen Power Rangers Folgen ja voll ins Schwarze getroffen, ne? Dass dann ausgerechnet, weiß ich gar nicht, ob es an dem Tag war, wo auch die Folge kam, oder einen Tag später oder so, aber dass ausgerechnet dann dieser Power Rangers Kurzfilm geleast wird, war ja dann ein recht netter Zufall, ne? Ja. Da kann ich auch direkt mal meine Meinung zu diesem Film sagen. Ich finde den Film nämlich abscheulich. Ganz im Ernst. Das hat nichts mit Power Rangers zu tun. Und der Film ist definitiv nicht von einem echten Fan gemacht. Und das merkt man schon an einer ganz kleinen Sache, dass der Film relativ kacke ist. Und zwar all die Leute, die dazu schreiben, dass sie die Power Rangers schon immer gemocht haben, schreiben, dass der Film überhaupt nichts mit Power Rangers zu tun hat und völlig bescheuert ist. Die ganzen Leute, die schreiben, ja, Power Rangers konnte ich noch nie leiden, aber der Film ist jetzt endlich mal gelungen. So. Wo man ganz deutlich erkennt, ja, wenn die Leute, die die Power Rangers kacke finden, den Film cool finden, dann ist es ja anscheinend kein Film, der sich ja, irgendwie am Original orientiert, ne? Und ich muss auch sagen, der Typ, der den Film gemacht hat, keine Ahnung, wie lange hat er die Power Rangers geguckt? 20 Folgen lang? Dias! Wir haben Diamanten gefunden, na endlich! Boah!
Das freut mich jetzt aber. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Schau, hier noch mehr stecken. Diamanten immer möglichst weiträumig abgraben. Die können sich nämlich auch diagonal dahinter verbergen. Aber ich denke, ja, 5 Diamanten sollen es bleiben. Die gehen wir direkt mal sichern. Ja, wo war ich? Ach so, ja. Zum Beispiel, deine Schauspielerin für Kimberly ist blond und wenn man sich Kimberly in der Serie mal anschaut, merkt man, huch, die hat ja braune Haare. Was ist da los? Ja, dann... Also der Film ist halt auf Englisch und mein Englisch ist jetzt so lala, also kann auch mal sein, dass ich was falsch verstehe, aber wenn ich es richtig verstanden habe, dann soll Kimberly anscheinend mit Jason verheiratet gewesen sein. Wo man auch, wenn man, keine Ahnung, 5 Folgen lang Power Rangers guckt, mitbekommt, nein, die beiden, die haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Die beiden sind auf keinen Fall zusammen. Die beiden kommen auch nicht zusammen. Und die Person, in die Kimberly verliebt ist, das ist der gute Tommy. Naja, aber dafür muss man anscheinend die Power Rangers gucken und das hat der Typ ja nicht getan. Na komm. Sind da noch mehr? Ich weiß es nicht. Komm zurück zu mir. Ja, da ist noch mehr Eisen. Ja, und dann, ganz im Ernst, ein Power... Der Film bestand ja mal aus rein gar nichts. Im Ernst, zu sagen, dass ein Film dadurch eher für Erwachsene geeignet ist. Dass man möglichst viel Gewalt einfügt. Hallo? Also mal ganz im Ernst. Nein. Der Film wird nicht dadurch besser, dass er blutig oder gewalttätig ist. Ich sollte das mit einer Diamantspitzhacke machen. Ist doch ganz klar. So, man kann den Film deutlich besser machen durch andere Dinge als durch Gewalt und viel gespritztes Blut. Aber naja, anscheinend reicht einem ja Gewalt und spritzendes Blut, wenn man einen niederen IQ hat. Ohne jetzt jemanden beleidigen zu wollen, aber keine Ahnung, wie man das sonst erklärt. Ja, was gibt's noch zu sagen? Überleg grad. Ja, fällt mir jetzt so spontan nichts ein, keine Ahnung, aber der Film ist wirklich schlecht. Tut ihn euch gerne an, also schaut ihn euch gerne an, wenn ihr ja, mindestens 16 seid, würde ich sagen. Ist schon einer kaputt? Nö, verdammt. Ja, ich würde schon sagen, ihr solltet 16 sein, um das, euch das anzugucken. Ich kann es natürlich nicht verbieten, aber ist meine Empfehlung. Aber schön ist das nicht, was man da sieht. So, wie viel brauchen wir für einen Tisch? 4 Stück, ne? Gut. Wir haben gleich einen Verzauberungstisch. Aber ich denke, das Obsidian für ein Höllenportal bauen wir woanders ab. Nicht so eingeengt, wie wir hier sind. Ja, sagt mir auch gerne eure Meinung zu dem Power Rangers Film. Vielleicht irre ich mich ja, vielleicht ist es ja der Top Power Rangers Film und total Power Rangers mäßig und total toll. Fand ich jetzt nicht, aber kann ja jeder sehen, wie er will.
Ich schreibe euch ja keine Meinung vor. Gut, ich habe zu viel Stuff. Das Schwert kann erstmal woanders hin. Gut. So. Jetzt will ich aber noch den Verzauberungstisch basteln. Am besten noch in dieser Folge. Und da wir noch 5 Minuten haben, sollte es in dieser Folge auf jeden Fall klappen. So. Die Diamanten nehmen wir mit hoch. Das können wir eigentlich auch mal mit hochnehmen. So. Dann nichts wie nach Hause. So. Lecker Brot. Wundervoll trocken und... ja. Ich finde, man müsste sich in Minecraft noch... hier geht's nicht raus. Ich finde, man müsste sich in Minecraft noch Wurstbrot machen können, oder? Wurst- und Käsebrot. Subidu. Tralali und Tralala. Sind da bösartige Kreaturen? So, ab ins Bettchen. Und einen wunderschönen guten Morgen. So, wir müssen noch ein Buch basteln. Höhö, stirb doch, Noob. Hä? Ist er da oben drauf? Da ist er. Hey du. Naja, egal. So wichtig sind seine Items mir jetzt nicht. So, wir müssen noch ein Buch craften. Und dafür brauchen wir das. Oh. Zack, 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 zack. So, ich habe alle Dias mitgenommen. So. Und jetzt brauchen wir das, das. Nicht mal Leitern steigen kann, der Idiot. Ah ja. So, dann brauchen wir das. Zack. Dann brauchen wir das. Dann das so. Ne? Genau, ein Verzauberungstisch. So. Und du kommst mal hier. Verzauber. Ich gucke ja auch sehr gerne den guten Spark of Phoenix. Und der hat gerade gesagt... Man kann ein klein wenig tricksen, und zwar, wenn man Goldgegenstände verzaubert, dann kommen mit größerer Wahrscheinlichkeit bessere Verzauberungen dabei raus. Das heißt, also man kann da so ein bisschen cheaten. Dann mache ich das folgendermaßen. Die kommen da rein. So. Ne? Ach, ja, ich kann ja noch gar nicht auf Level 30 verzaubern, weil ich dafür noch ganz viele Bücherregale habe. Was käme hier denn raus? Haltbarkeit 2 zum Beispiel. Machen wir das jetzt trotzdem mal. So, wenn ich die jetzt austausche, haben wir hier immer noch die Verzauberung. Und kriegen Effizienz 1 und Haltbarkeit 1. Na gut. Ja. Dann... Ich denke, ich könnte unsere Rüstung verzaubern. Wobei... Verzauber ich noch die? Ich denke...
Wir machen das so. Was war besser, die Rüstung mit einem Rüstungsteil verzaubern oder die Rüstung mit einem Eisen verzaubern? Wie viele Eisenblöcke brauchen wir? 1, 2, 3, 4. So. So. Und dann so. Und so. Okay. Andersrum oder was? So? Nee, wie war denn ein? Amboss. Hä? Oder mit vier Eisendingern. Kann auch Eisenblöcke wieder zersetzen, oder? Genau. War das so? Ja. Gut. Da haben wir's. Beginnen wir es mal mit dem Helm. Dann tun wir den Helm dahin. So. Mit 3 kriege ich ihn wieder ganz heil. So. Explosionsschutz. Oh, Wasseraffinität. Allerdings noch Level 1, das heißt, ich kriege wahrscheinlich nur Wasseraffinität. Machen wir das. Zack. Zack. Den können wir noch schneller repariert. Schutz 1, Schusssicherheit, Explosionsschutz. Ah, schade, nur Schutz 1. So. Ich weiß, die Folge ist schon ein bisschen länger, aber ich will das hier noch fertig verzaubern. So, so, so. Schusssicher, Schutz, Schutz. Dann machen wir das hier. Ach, nur Schutz. Na gut. So, dann packen wir noch kurz das Eisen aufs Feuer. Und dann würde ich sagen, war's das auch mit dieser Folge. Ich hoffe, ich konnte euch gut unterhalten. Sagt mir eure Meinung zum Power Rangers Film. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, eure Ukulele.